Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir über das Thema »Ich sehe lauter Russen«. Das war ungefähr das, was uns der Nachrichtendienst der Schweiz in einem großen Interview unterbreitete. Die Medien haben es vielfachst abgedruckt. Lauter Russen. Überall sind Russen. Gewaltige russische Aktivität, Spionageaktivität, nicht ganz klar, was die Groß in der Schweiz ausspionieren wollen, aber immerhin wird immer wiederholt, man habe herausgefunden, Russen hätten sich für ein Dopinglabor interessiert. Das ist natürlich staatsgefährdend, das ist klar, da muss man was machen. Nun gibt es mit Sicherheit geheimdienstliche Aktivitäten verschiedenster Staaten in der Schweiz, wahrscheinlich zum Teil auch Zusammenarbeit der Schweiz mit anderen Diensten, sei es im Funkverkehr, sei es in anderem. Aber überall Russen, große Ermittlungen, da brauchen wir natürlich mehr Mittel, da brauchen wir mehr Kompetenzen, sonst gehen uns die Russen durch die Latten, vielleicht brauchen wir sogar einen Russischübersetzer. Und zum Fall des österreichischen Vizekanzlers in Ibiza. Der österreichische Vizekanzler hat sich ja von einer angeblichen Oligarchin in Ibiza nach einer fröhlichen Saufrunde zu unvorsichtigen bis unkorrekten Äußerungen hinreißen lassen. Sie sagte, ich kaufe die Kronenzeitung. Er sagte, super, ja, dafür bekommen Sie auch Bauaufträge. Das war auf Ihre Frage. Auch da sagt der Schweizerische Nachrichtendienst, alles ein Werk der Russen. Wäre nicht auch darüber nachzudenken, ob solche Vorgänge auf mediale Fallen zurückgehen, dass hier irgendjemand auch diesem vielleicht ein wenig unbedarften Vizekanzler eine Falle stellen wollte, da man wusste, er trinkt mal gern etwas und vielleicht redet er unvorsichtig. Nicht so der Schweizerische Nachrichtendienst. Da stecken die Russen dahinter und wir sind dran, das alles zu bearbeiten. Kann mir irgendjemand sagen, wie der Schweizerische Nachrichtendienst bearbeiten will, was da vor sich gegangen ist? Der Schweizerische Nachrichtendienst hat keine große Filiale in Ibiza. Ob er eine Filiale in Österreich hat, weiß ich nicht. Aber was bearbeitet man da eigentlich? Ob diese Frau Russin war oder nicht? Ja, es ist möglich, dass sie Russin war. Was betrifft das die Schweiz? Und dass Politiker manchmal etwas vorsichtiger in ihren Äußerungen sein sollten und nicht auf jeden Blödsinn hereinfallen sollten, das ist auch richtig. Dann erfolgt der Rücktritt eher wegen Dummheit als wegen Korruption. Aber mediale Fallen gibt es. Diese mit russischem Geheimdienst zu verwechseln, nun gut. Der Nachrichtendienst weiß es besser. Ich danke euch fürs Zuhören.